Ich hab ihn, aber lass mich. Whoa. Oh mein Gott, who is this girl? Schaut mal, wer dich besuchen kann. Guten Morgen, was hast du dir gemischt? Wir sind schon beim Frühstück. Lions und Schokorice. Das ist ein gekochtes Ei oder ein Rührei? Kann dir ein gekochtes Ei geben, wenn du magst. So ein Ei magst du? Und magst du was dazu haben? Ja, eine Extrawurst. Extrawurst? Ja. Reicht das, Lara, für dich oder magst du noch? Warte, ich mach das für mich. Ich nehme dir so ein paar mit, ja? Reicht dir das Ei? Ja. So, jetzt sind wir am Spielplatz. Lara ist ja, spielt ja in der Matschepfütze, wie Peppa. Ich kann Matschepfütze. Wasserwellen, voll cool. Und dann zeige ich euch noch was. Wer will mit zum Streicheln? So, ha? Geh mal Ziegen. Kommt ihr mal zu den Tieren? Hier gibt es nämlich auch ein Streichelzoo. Da kann man rein. Hallo, Babe. Der Papa hätte, glaube ich, eine Freude. Mama, ja? Sie kommt angerannt. Ja. Die Ziege oder die Luisa? Sie. Luisa. Ziege, Ziege. Ziege. Langsam, langsam. Oh, Luisa. Oh. Einmal Ziege knuddeln. Schau, was wie sie mit ihrem Kopf macht. Oh, Luisa, da bleiben. Genau wie bei dem Hund. Ziege. Hier gibt's auch Hasen. Hasen. Patrick, du schon da? Fertig? So, wir borgen uns nämlich jetzt wieder Fahrräder aus. Komm. Sag tschüss, Ziege. Tschüss. Fahrradtour gönnen wir uns jetzt den Infinity Pool. Den habe ich euch, glaube ich, im Vlog noch gar nicht gezeigt. Schaut mal, schaut das nicht mega cool aus? Und da ist unser Zimmer. Hier der Balkon, diese zwei. Und hier ist unser Pool. Haben. Wir haben uns jetzt schnell geduscht und ein Kleid übergeworfen, also mir die Mädels, der Bart irgendwie. Und heute gibt es Backerbsensuppe. Und Steinpilzfarbe. Okay. Also Backerbsensuppe. Hier sind die Backerbsen und hier ist die Steinpilzrahm. Und hier gibt es Reis, Gemüse und Kartoffelmüse. Immer da stehen. Was gibt's da? Brust und Nudeln. Ich habe hier wieder meine zwei Babysitter im Einsatz, aber dafür essen die Mädels ohne Probleme. Super brav, alleine, sehr brav, Lara. Und die Mädels haben mir die Backerbsensuppe, die Michelle auch noch, der Bartik hat es schon fertig gegessen. Ich habe mir so eine Putenbrust mit Steinpilzrahmsoße, Reis und einen Salat genommen. Ja, danke, Schatz. Jetzt sind wir wieder im Jugendclub und die Mädels fahren hier Go-Kart. Wir haben ganz viele Tokens gekauft, 10 Stück oder so. So jetzt. Und der Papa spielt ein bisschen Billard und ich chill hier ein bisschen. Hier kann man nämlich auch Playstation spielen und ich chill hier ein bisschen auf der Couch. So, die Kinder haben wieder Lust Go-Kart zu fahren. Jetzt muss ich mein Handy weiter filmen. Ja, Mann. Aber dann lass wirklich fahren. Sehr cool. Ist das lustig? Ja. Und die Michelle ist eh eben müde, oder? Magst du eh nicht mehr fahren? Luisa sitzt hier im Kinderwagen. Und wenn die Lara müde ist, kann sie dann da sitzen. Und Schatzi, geht's? Ja.
Das ist schön. Ich kann gar nicht reden. Wer hat das immer gesagt? Ich bin in der Pappe. Okay, ja. Aber die Lara kann das schon, gell? Ja. Ich und die kleine Lara sind kurz ins Zimmer gegangen. Was hat die Lara? Autsch! Ein Splitter. Autsch! Der ist nämlich gerade am Spielplatz. Wir waren nämlich auch am Spielplatz. Ja, bleibt hier stehen. Ein Splitter eingefangen. Und ich habe aber zum Glück eine Pinzette dabei. Okay, Lara, das setzt sich auf Mamas Schoß und wir gucken uns das. Das tut gar nicht weh, so rausholen. Das tut gar nicht weh, aber ich möchte, dass du wegguckst. Das ist nur Haut, das ist nur Haut. Schau mal, das ist nur Haut, die ist schon. Sag mal, wenn du ganz ruhig bist, dann kann die Mama den rausziehen. Schau, jetzt habe ich ihn gleich. Ich zeig dir das, wie ich den dann rausziehe, okay? Jetzt habe ich nur Haut. Warte, ein bisschen tut's. Was? Ich muss ihn nur schnappen. Oh gut, lass mich schnappen. Ich habe ihn, aber lass mich. Schatz, du musst kurz nach Ruhe gehen. Ich weiß, dass es ein bisschen weh tut, aber jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Schau mal. Siehst du ihn? Jetzt ist er weg. Tut's auch gar nicht mehr weh, oder? Ja. Seht ihr? Schaut mal. Ich habe kein Blut. Ich habe kein Blut, Mama. Ich will den Zuschauern den Höllensplitter mal zeigen. Kein Blut. Nee, da kommt kein Blut. Wenn ich das fokussieren kann. Seht ihr den Höllensplitter? Ich muss ein bisschen küssen. Ich muss ein bisschen küssen. Aber nimm kein Pflaster, Lara, das brauchst du nicht. Ja. Bring's zurück. Ja. So, der Patrick, Michelle und Lara, Luisa kommen auch gleich. Weil wir haben jetzt beschlossen, wieder schwimmen zu gehen. Ja. Was war das denn? Ich hab mich nicht gedreht. Aber mach noch mal so ein Salto, das war auch cool. Ein Salto? Ja. Wow! Ich muss auch mal sehen. Was machst du? Ich muss auch mal sehen. Ja, schau hin, was die Michelle macht. Wow! Ich kann auch hier bei dieser Treppe einen Salto machen. Na dann, zack. Was? Ich kann so alleine nehmen. Eins. Nochmal. Schaut euch mal an, das Buffet für die Kinder. Da gibt es heute Mini-Burger. Oh mein Gott. Die Kinder freuen sich so. Ich bin auf Mini-Burger und Mais. Mini-Burger und Mais und Pommes. Patrick will auch. Ich mag auch probieren. Ich mag auch einen Burger probieren. Also ich bin selbst total entzückt vom Essen heute. Garnelen. Bratkartoffeln habe ich mir genommen. Dann habe ich mir auch so Kartoffelgratin und so einen leckeren Spieß hier geschnappt. Unser Nachtisch ist da. Schaut mal. Das ist ein Raffaello Kokosmus mit Ananas-Ragout. Schaut so lecker aus. Und das ist so ein, keine Ahnung, süßer Taco. Das letzte Mal schwimmen jetzt. Heute schon zum dritten Mal. Oh mein Gott. Aber wir kriegen nicht genug davon. Hier nochmal alle beisammen. Wow, was war das denn? Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen hier das Schwimmbad genießen und ich zeige euch mal unsere Aussicht. Bitte, wie geil ist das, oder? Luisa, warte. Und Luisa hat keine Schwimmflügel noch. Ja,
Luisa! Luisa geht ganz langsam. Komm her, Luisa, geh mal ins Wasser. Ich habe euch ja noch gar nichts verraten. Wir haben nämlich einen kleinen Oh mein Gott, who's this girl? Schaut mal, wer mich besuchen kann. Die zwei Engländer. Oh, die waren nämlich überall, also sie waren in der Schweiz bei der Melli und jetzt sind sie in Österreich. In Vorarlberg seid ihr, oder? Feldkirch ist ja in Vorarlberg. Ja? Ja? Ich weiß nicht, ich bin heute angereist und ich habe echt keine Ahnung. Und jetzt, sie haben ja gewusst, dass ich da bin durch die Instagram-Story, bla bla bla. Und jetzt sind sie extra hergekommen, mich zu besuchen. Und jetzt genießen wir ein bisschen hier Poolbereich. Da sind die Kinder, Teddy. Die Heidi ist auch schon reingesprungen. Wow. Oh ja. Das sind kleine Schwimmmäuse. Ja, Wasserratten, ja, schau. So, jetzt geht's euch umziehen. Ja, so, meine Lieben, wie ihr seht, haben wir jetzt geplanscht und wir haben geduscht und ja, es ging sich jetzt zeitlich nicht so aus, dass Instagram-Opfer, dass ich jetzt nochmal da habe. Ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass meine Tochter bei mir schon auf dem Motorrad ist. Die fahren da nämlich gerade Go-Kart, die Kinder. Ja, ich dachte die ganze Zeit, die ist auch hier neben mir. So, wo ist Heidi? Hier auf der Couch. Nein, das ist bei Michelle. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das ist das dritte Mal, wo wir uns schon begegnet. Und immer nicht geplant. Ja, bei HelloFresh war es Zufall, weil wir beide eingeladen worden sind. Ja. Dann letztes Mal war es... spontan in Hamburg. Weil du in Hamburg warst und nicht in... Also so, gar nicht geplant, aber es hat immer so gepasst. Und jetzt auch. Ich bin in Tirol. Sie ist zufälligerweise auch in der Nähe von Tirol. Sind wir in Tirol? Ja. Wir noch mal gucken gleich. Aber ihr wart ja, sie sind jetzt aktuell in Vorarlberg. Und ich werde es euch unten verlinken, schaut bei ihr vorbei. Sie sind auf Weltreise. Wer SJ kennt, sie kommt ja aus England, ne? Und jetzt sind sie gerade on the road. Also schaut unbedingt vorbei, wenn ihr sehen wollt, wo es hin weitergeht. Sie kommt auch zu uns, das haben wir versprochen, ne? Ja, habe ich versprochen. Ich weiß noch nicht so genau, ob wir von hier zu dir fahren. Ich weiß noch nicht mehr auf der Weltkarte, wo ich gerade bin. Ich weiß, ich bin in Österreich. Wir sind heute angereist von der Schweiz. Und dann fahren wir vielleicht weiter. Das ist so lustig. Sind in Tirol? Ach! In der Schweiz auch sind wir. Nein. Ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen den Abend und dann schauen wir mal. So, meine Lieben, die SJ ist jetzt gefahren und wir werden uns jetzt auf dem Vlog verabschieden. Die Kinder sind mal wieder so hungrig. Ja, wir werden uns verabschieden. Wir sehen uns morgen. Tschüss! Tschüss!